Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Jonathan Gaming. Wir befinden uns hier mal wieder in The Division und hier ist gerade eine Straßensperre. Die ignoriere ich allerdings und begebe mich einfach weiter, denn ich möchte kurz zur Satelliten. Verbindung Clinton und ich bin gerade etwas irritiert. Okay, die erwischen mich nicht. So. Dann holen wir uns mal die 28.000 EP. Du kannst einfach das Schutzgeld nicht bezahlen? Ha, musst du aber, genau wie alle. Perfekt. Okay, hier rein. Dann machen wir erstmal kurz Zentrale an das hier. Division. Wir erwarten einen Hilfsgüterabwurf am Spielplatz in der 43. West. Wir könnten Ihre Hilfe brauchen. Wie viel waren das? 2 von 10 oder so? 2 von 10, ja. Ja, da, hier, da, hier, da, hier. Also ab hier kann es jetzt mehrere Wege hingehen. Okay, hier. Und wo jetzt lang? Okay. Wo bist du? Hä? Ach, da. Aufpassen. Erledigt sie möglichst auf Distanz. Da haben wir das kurz auch nochmal mitgenommen. Hier ist Sparrow 3, over. Wir sind gleich bei Ihnen. Erwischt. Achtet auf die rechte Flanke. Ich muss nachladen. Erledigt sie möglichst auf Distanz. Ja. Wo wollt ihr jetzt lang? Euch knall ich an. Wir sind nicht organisiert. Schlag zu. Perfekter Schuss. Ich glaube da vorne. Der ist die mit dem schweren Waffen. Die GTF hilft mir gerade, die Gegner abzulenken. Perfekt. Warnung, Feindkräfte nähern sich. Aber hoffentlich nicht aus meiner Richtung. Kampf fehlgeschlagen. Ja. Agent, ich höre Berichte von einer Geiselnahme in Hell's Kitchen auf der 42. West. Wir brauchen dringend Hilfe. Das ist untertrieben. So. Dann begeben wir uns mal wieder dahin. Alter, diese Müllberge. So, dieser Laden sieht noch halbwegs okay aus. Ist wohl niemand mehr an Bürgern interessiert, ne? Das Stromnetz unterbrechen. Antenne reparieren innerhalb von 4 Minuten. Wie komme ich da hoch? Wo ist es überhaupt? Da vorne. Okay. Da komme ich wahrscheinlich nicht hoch. Nein. Wie komme ich denn da jetzt hoch? Mein Stromnetz unterbrechen, schön und gut, aber. Ah, hier, okay. Wir haben nur noch 4 Minuten. Dann müssen wir uns auf jeden Fall ein bisschen beeilen. So. Komm schon. Sie,
Perfekt. Da oben ist auch noch jemand. War's das? Ich denke schon. Ziel erfüllt, Antenne repariert. Zufuhr zur Antenne zurücksetzen. Dachte ich mir fast, dass das nicht der einzige Job ist. Hier vielleicht hoch? Nee. Wie kommen wir denn da jetzt hoch? Vielleicht indem wir hier auf die Wand laufen, aber nee. Vielleicht hier hoch? Hä? Wie zum Teufel soll man da hochkommen? Oh nein. Man muss hier runtergehen erstmal und dann über die Treppen hoch oder was? Okay, das war gerade ein bisschen unnötig. Okay, jetzt müssen wir da lang. Okay, kommen wir wohl hier rüber. Hoffentlich reicht das dann und wir brauchen nicht noch ein, oder es gibt nicht noch eine Mission. Sie haben okay, es das war's. Ich höre Sie laut und deutlich. Hey, könnten Sie sich als nächstes um die Müllabfuhr kümmern? Nein? Schon gut, vergessen Sie es. Na toll, jetzt bin ich ohne Müllmann. Ich weiß nicht, ob Sie je den Namen Simon Burris gehört haben. Nein. Haben wir nicht. Der hat hier früher eine Straßengang gehabt und mit seinen Hooligans ein paar Schaufenster zerschossen. Hätten fast einen umgebracht dabei. Jedenfalls ist er zurück und er ist nicht allein gekommen. Glauben Sie, Sie können ihn von der Straße holen? Hast du darüber nachgedacht, was passiert, wenn all das vorbei ist? Ich verliere mich manchmal in Tagträumen. Aber das ist ja nichts Schlimmes. Rick Valassi hier, euer alter Freund mit Wouldn't You Know It und ein paar... So. Okay, nur damit ihr es jetzt wisst. Ehrlich gesagt habe ich mir vergessen, gerade die aufzuschreiben oder allgemein aufzuschreiben, wann die Folge fing. Deswegen kann es sein, dass diese Folge entweder viel zu kurz ist oder viel zu lang ist. Ich hoffe, ihr nehmt mir das jetzt nicht übel. Ich werde einfach nochmal von jetzt aus, sagen wir, 10 Minuten machen und dann hören wir auf. Und wenn schon, das spielt eh. Ich denke mal, das wird schon passen. Sucht weiter. Es geht los. Was war das? So. Das wird nicht schwer. Haltet sie aus. Hütet sie alle. Scheiße. Gibt's hier ein bisschen Geld. So, Kopfgeld meine ich natürlich. Fuck! Weiter, zeigt ihr, was ich kann lassen! Macht weiter Druck! Alter, irgendwas habe ich in der Steuerung umgestellt. Dass ich halt einfach nicht so neben zwischen den Deckungen hin und her wechseln kann. Und ehrlich gesagt ärgert mich das extrem und ich weiß nicht, wie ich das wieder zurück umstelle.
euer Gebet. Perfekt. Den zweiten Leutnant? Willst du mich verarschen? Ich hasse es, wenn er immer die falschen Deckungen nimmt. Jetzt darf ich wahrscheinlich die gesamte Mission wieder von vorne machen, ne? Alter. Es ist eine Last. Okay, doch nicht. Okay, perfekt. Ja, komm, fick dich auch. Alter. Wenigstens bleiben die genauso verletzt, wie ich ihnen das zugefügt habe. Wenigstens ein kleiner Trost. Oh, hey! Du hast nicht die geringste Chance! Yeah! Okay, dich habe ich. Komm schon, zeig dich. Werfe Granate! Werfe Granate! Hey, Granate! Hey, du hast nicht die geringste Chance! Oh, verdammt! Perfekt. Oh Gott. Okay, das waren anscheinend nur Lieutenants. Oder Leutnants, keine Ahnung. Bin mir da nicht mal hundertprozentig sicher. Jetzt kommt wohl der Haupttypi. Ach nee, nicht so ein Fetter. Wieso blendet ihn das nicht? So. Achtung, ich mach sie platt. Nur eine Frage der Zeit. Fick dich da.
Ja, du mich auch. So, perfekt. Weiter wegrennen. Alter, wirklich, das ist meine letzte Granate. Okay, ich muss hoffen, dass da vorne nochmal am besten eine Splittergranate liegt. Ach, ein bisschen Munition. So. So ein bisschen Leben wieder aufladen. Komm, oh, perfekt, perfekt, perfekt. Nichts nutzt Burris eine Lehre sein. Der war schon als Kind ein übler Bursche. Hat Rentnern im Tabakladen die Lotteriescheine aus der Tasche geklaut. Okay, da vorne ist angeblich noch irgendein Feind, keine Ahnung. Wir haben auf jeden Fall unseren Nebeneinsatz beendet und wir sind Stufe 14. Und ja, weiß nicht, es ist so ungefähr jetzt 10 Minuten her, seitdem ich gesagt habe. Wir machen noch 10 Minuten. Also würde ich sagen, ich hoffe, hat das Video gefallen. Und sonst haut rein und ciao. This is my city. We're taking it back.